Alter, schaut euch das mal an. Ist ja voll krass. Jetzt weiß man natürlich nicht, was sie hingerafft hat. Und ich denke mal, hier gibt es noch ein paar Geheimnisse. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge A Plague Tale Innocence. Ich fange heute Kapitel 5 an. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Kapitel 5. Die Beute der Raben. Laurentius vertraute Amicia an. Was? Vertraute Amicia an? Achso. Dass sich ein uraltes Übel in Hugos Blut befindet und nun erwacht. Kurz vor seinem Tod trug der alte Alchemist seinen Lehrling Lukas auf, den Waisenkindern auf ihrem Weg zum Chateau. Okay, da war es dann auch wieder weg. Gut, wir sind unterwegs mit dem Boot, glaube ich. Letzte Folge war ja eher. Ja, war okay. Müssen wir ein bisschen heller machen? Nee, geht eigentlich, ne? Geht eigentlich, Leute. Weiter geht's. Wir sind auf dem Boot. Auf dem guten Boot. Und gucken mal, wie es jetzt hier so weitergeht. So, er sieht gar nicht so gut aus. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von Prima Macula. Die Prima Macula. Sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Makula regte sich in Hugos Blut. Hugo, Hugo. Für die Makula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Sie haben versagt. Eindeutig. Okay, wir sind da. Was ist da? Eine Brücke oder was? Ich wollte gerade sagen, so eine Schienen. So ein Schienenteil, aber hier gibt es ja keine Züge. Ich glaube, die Geschichte spielt in 1344 oder so. 13. Jahrhundert. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. So, jetzt muss ich erstmal. Sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau ja, chill. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Okay, Stein habe ich. Ich habe nur noch einen Stein. So. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Hau mal ab hier, Junge. Latscht ihr mir jetzt hier die ganze Zeit hinterher? Oh, super. Sie kann auch nicht wirklich schnell rennen, ne? Was ist das denn da? Guck mal, Stoff. Stoff ist gut, Stoff nehmen wir mit. Also die Grafik ist wirklich echt geil. Wie schon erwähnt in den anderen Videos. Ich weiß gar nicht, warum mir das so komisch angezeigt wurde. Ich habe mir ja, wie gesagt, schon mal ein YouTube-Video angeguckt. Und da war die irgendwie. Ja, ein bisschen schon. Da war die irgendwie nicht so geil. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Aber er sollte näher bei uns bleiben. So, jetzt habe ich halt noch so eine Backe dabei. Noch eine Backe dabei. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe ist. Wo kann ich denn das sehen? Hä, was jetzt? Hä? Herstellung? Ach so, Geschosse und Schleuder. Okay. Ignifer. Das sind diese Brandbomben. Falls ihr die anderen Folgen nicht gesehen habt, schaut euch gerne mal. Was ist denn das? Schaut euch gerne mal auf meinem Kanal um. Da könnt ihr die anderen Folgen alle sehen. Weil das ist eine Story. Ein Story-Game. Und wenn ihr jetzt erst einschaltet, dann verpasst ihr natürlich, dann wisst ihr überhaupt nicht, worum es geht. Deswegen gerne auf meinen Kanal und dann mal glotzen. Abo ist kostenlos. Und ja, ihr wisst Bescheid. So, da haben wir wieder Steine. Wo ist denn Hugo jetzt hin? Hungriger Hugo. Da ist er. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein Engel
Englischer Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Und der jetzt hier? Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ich rieche gar nichts. Fürchterlich. Aber ich denke mal, wir kommen gleich hier irgendwo zu irgendeinem Massengrab oder so. Ich gucke mich hier nochmal um. Aber wo kann die nicht mal ein bisschen schneller rennen? Hier ist nichts. Irgendwas ist hier passiert. Die Pest, sie holt euch alle. Sie holt euch alle. Wo ist denn Hugo? Hugo, wo muss man denn lang? Da lang oder da lang? Ich gucke mich erstmal hier nochmal um. Es wird irgendwie immer lauter. Ach, hier ist eine Kiste, guck mal. Da ist eine Kiste. Mit Zeug. Ach genau, ich kann den ja auch an die Hand nehmen. An die Hand nehmen. So. Da musste ich mal kurz husten. Weiter geht's. Ich denke halt immer, dass es hier irgendwas noch gibt, ne? Deswegen gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um. Das ist seltsam. Was ist das? Gold? Das stinkt. Ach, Schwefel. Hugo, komm her. Nimm meine Hand. Komm mit ins Abenteuerland. Kann man das Zeug eigentlich auch so herstellen? Oder muss ich da... Ja, da schau her. Da braucht man eine Werkbank. Das ist klar. Aber ich mache mir noch mal ein bisschen... So, jetzt kann ich mir noch mal den Schwefel packen da. Wo war der? Der hier nicht irgendwo? Da. So. Kann ich noch eine herstellen? Nee. Also es wäre geil gewesen, wenn sie zwischendurch das mal so gemacht hätten, dass ich trotzdem immer noch schnell rennen kann. Das haben sie jetzt... Lukas, kommt schnell her. Oh Mann, ich komme ja schon. Oh. Oh mein Gott. Sind oh mein Gott. Der lebt hier wahrscheinlich noch hier vorne. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Gut. Ich hoffe. Oh mein hier Gott. Amicia, keine Viecher. Müssen wir über sie drüber laufen? Müssen wir. Ja, Hugo. Alter, schaut euch das mal an. Ist ja voll krass. Jetzt weiß man natürlich nicht, was sie hingerafft hat. Geh einfach weiter, Hugo. Los. Und ich denke mal, hier gibt es noch ein paar Geheimnisse. Das heißt, ein paar Sachen zum Sammeln. Deswegen werde ich mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Hier hinten auf jeden Fall. Hier bleiben. Nö. Blitzt hier irgendwas? Irgendwo? Da kann man nicht lang. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Hier blitzt was, oder? What the hell is the Aqueduct? Hello, DuckTales. Tja. Wir ein bisschen hin und her rennen. Aber ich sehe nichts, was hier blinkt. Das heißt, eventuell gibt es hier nichts mehr. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Da sind Ratten.
Das heißt, meine Reise geht jetzt wahrscheinlich durch die Rattenplage. Und... ja, dann gucken wir uns doch mal um. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Es zappelt auf jeden Fall noch. Ich glaube, da kommen gleich Ratten raus. Da war noch was. Oh, guck mal hier. Das war so eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Da hinten blitzt auch noch was. Da ist auch noch eine Kiste, guck mal hier. Ja, nimm mit das Zeug. So, und da kann ich wahrscheinlich nicht... Oh Gott. Oh Gott, Alter, die haben mich zum ersten Mal richtig bekommen hier. Oh nein, die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt sind wir erstmal safe. Die kommen hier nicht lang. Ja. Habe ich das Ding jetzt schon aufgemacht da drüben? Das ist natürlich noch zu. So, das nehmen wir alles mit hier. Schwefel geht nicht, da muss ich nochmal herstellen. Gut. Nehmen. Nehmen Sie oder lassen Sie es sein. Was macht die denn? Du solltest es in Brand setzen können. Macht euch bereit. Was heißt bereit? Wohin soll ich? Hier lang, wo die Lampen sind, oder was? Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Ein bisschen herstellen hier von dem Zeug. Lass mich mal plündern. Was noch was? Stein? Und da ist, glaube ich, noch mal was. Hat nicht funktioniert. Was ist das denn? Voller Beschiss. Komme ich doch von hier ran? Nee, der markiert das nicht. Der will das nicht markieren. Das heißt, ich muss erstmal. Machen wir es mal den hier. Kannst du mir helfen? Ja, gewiss. Drücke wiederholt Dreieck. Das sollte kein Problem sein. Ach so. Du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Hä? Was genau musste der jetzt machen? Bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Und was soll ich jetzt hier machen? Was ist denn da noch? Hier ist überall noch Zeug, Alter. Das muss ich alles mitnehmen. Tja, ich habe keine Ahnung, warum ich das Ding jetzt da angezündet habe. Muss man nochmal machen? Nee, geht nicht mehr. Gut, dann kommen wir mit hier. Aber ich weiß gar nicht... Achso, da muss ich lang wahrscheinlich. Könnt ihr mal ein bisschen schneller laufen? Sonst ist hier gleich die Fackel zu Ende. Ui. Dr. Hinz Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Moment. Was? Ha? Da drüben geht's. Das ist furchtbar. Aber so. Es hat funktioniert.
Können wir jetzt weiter? Sind wir safe oder wie ist das? Da hinten hat noch was geblitzt, habe ich gesehen. Stein. Komm, ich hebe dich hoch. Ja. Komm, ich hebe dich hoch. Oh. Einmal so verzweifelt, Alter. Tja, und jetzt? Okay. Probieren wir das mal aus. Was hat das genau gebracht? Gar nichts, oder? Hat das irgendwas gebracht? Ja, der ist hin. Und die Fackel ist aus. Ist natürlich doof. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier lang gehen soll. Gut, ich probiere es mal hier nochmal. Oh, guck mal, hier kann man lang gehen. Da liegt auch noch was. Stein. Weil da sind die Ratten. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Nee, wir sitzen nicht fest. Pass auf. Bam. So, muss ich hier noch irgendwas sammeln? Da hinten ist noch was, aber da komme ich nicht hin. So. Was gibt's hier noch Schönes? Stein. Achso, hier ist eine Werkbank. Geil. Aber Moment. Bleib hier. Kein Problem. Bleib hier. So, ich gehe mal da kurz hoch und guck mal, was da abgeht da oben. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, perfekt. Deswegen bin ich da hochgegangen, dass ich hier noch ein bisschen was einsammeln kann. So, das war's. Sie sind überall. Ja, chillt mal. Ich muss erstmal meinen Plan weiterverfolgen. Ich glaube, ich mache die Kamera mal ein bisschen heller. So. Ach so. Werkbank wollte ich. So, was können wir denn machen? Nichts? Ja, das ist ja schön. Pff. 15 Seile? Sind die bescheuert? Gut, geht nicht. Die Luft ist rein. Ich folge dir. Bescheuert, ey. Total bescheuert. Moment, bevor ich da erstmal... Ich glaube, ich mache erstmal hier den... Wo macht denn der das nicht? Achso, der hat hier so ein Ding in der Hand. Muss ich das erstmal loswerden? Was funkelt da noch? Ah, jetzt hat es losgelassen. Sehr gut. Weil dann mache ich nochmal einen Schuss. Hat es jetzt das Feuer aktiviert hier? Ja. So. Aber jetzt brauche ich trotzdem noch diesen Stückchen da. Noch Zeug. Da war so ein Ding. Jetzt kann ich was machen. Moment. Tasche. Tasche. Biete Platz für 16 Materialien aller Art. Oder Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Nö, dann machen wir hier Tasche. Man braucht immer so ein... Das sollte mir die Sache erleichtern. Man braucht immer so ein Teil zum Aufrüsten, Alter. Ist ja auch doof. So. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal, wo es dann genau hier weitergeht mit Kapitel 5. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Einfach auf twitch.tv gehen und Tridonox eingeben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und einen Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch, hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.